immer so awkward anmoderiere, wenn alle Leute zugucken. Jetzt guckt da mal weg. Ich finde es. Ich kann nicht, wenn ihr zuguckt. Chat. Hallo, YouTube. Herzlich willkommen zu einer weiteren Session Dark Souls 3. Sei ruhig. Jetzt hör auf. Jetzt lass mich das machen. Und ihr seid herzlich willkommen. Letzte Session, ja, 4 Stunden eine Gegend. So war das nun mal, ein kompletter Fiebertraum eines Streams. Heute sage ich euch, also, es hat euch ja auch gefallen, habe ich gesehen, es war jetzt nicht schlimm, aber trotzdem möchte ich an dieser Stelle, bevor wir loslegen, kleiner Sneak Peek, möchte ich euch sagen, nicht versprechen, weil ich weiß nicht, dieser Engelmann, der könnte mich wieder nerven, wir gehen hier aus dieser Gegend raus. Wir gehen weiter und ich glaube, Slave Knight Gale ist gar nicht so weit weg. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Donny Souls. Und als allererstes trinke ich jetzt mal einen Schluck Cola. Wir haben nämlich gerade schon ein bisschen ein Headset verlost. Falls es zu spät kommt im Livestream oder was heißt zu spät oder bei YouTube. Ich habe nämlich neue Sachen bekommen von SteelSeries. Ich habe jetzt ein neues Headset und eine neue Maus und eine neue Tastatur. Das habe ich heute alles eingerichtet und mich sehr gefreut. Und in dem Zuge habe ich hier live das Headset verlost. Das hier habe ich verlost, guck mal. Einfach so, habe ich rausgehauen. Arctis Nova 7P Wireless. Und an dieser Stelle auch hier vielen Dank an SteelSeries. So, jetzt geht's los. Das ist die Gegend. Und ich mache das jetzt im First Try. Das war jetzt auch echt... Das hat mich auch echt ein bisschen genervt letztes Mal. Also zum Ende hin. Mit diesem, vor allem der Typ hier. Ah, heißt er wieder. Ich guck mir das jetzt alles mal ein bisschen genauer an. Ist der Stream-Chat auch auf YouTube? Ja. Alles, was du hier gerade siehst im Bild, ist auf YouTube auch ein VOD. Ich muss mal kurz das Mikrofon ein bisschen richten sein. Da haben Nils und Florentin auch ewig gebraucht. Ach ja? Ey, ohne Witz. Das höre ich ganz gerne. Aus Game ist ein bisschen laut gegangen. Weil, also nicht, weil ich es denen wünsche, dass sie eine schwere Zeit haben, sondern dann fühle ich mich nicht so alleine. Also irgendwo muss ja dieser Martenmann sein, der den steuert. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich bin... Das ist ein bisschen laut. Ich habe es leiser gemacht, sorry. Müsste jetzt besser sein, oder? Das ist aber auch generell eine Lautstelle, ne? Müsst ihr mitdenken. Also hier nochmal rein, ne? Kurz verstecken. Aua. Ach so, ich habe den Kleinen vergessen. Wo sind meine Seelen? Oh. Warum bin ich denn einhändig? Ah, nee, das fängt schon wieder scheiße an hier. Ah, nee. Oh, fuck. Hey, gibt es einen bestimmten Grund, dass dein erstes Dark Souls 2 Let's Play nicht mehr gucken kann? Doch, ist einfach auf einem anderen Kanal. Ich habe ja 2 YouTube-Kanäle. Ein Hauptkanal, der mittlerweile aber eher so, ja, mehr so Just Chatting und so Entertainment ist, sag ich mal. Und damals war, aber da hatte ich nur den Kanal und da habe ich auch einige Let's Plays sind auf dem Kanal sozusagen zu finden. Bisschen versteckt, aber wenn man es einfach ganz normal sucht, Donny Dark Souls 2, müsste man es finden, die Playlist. Diesen Kanal, diesen Anker-Kanal habe ich erst vor einem Jahr gegründet. Reines Gaming-Kanal und auch ab und zu ein bisschen andere Sachen, aber... Ey, der nervt mich, Mann. Das Geräusch. Ist das nicht immer noch zu laut, Leute? Mir kommt das echt hart laut vor. Nein! Ach, komm! Genau, und da auch das ganze Elden Ring Let's Play ist zum Beispiel da. So, der ist aber weg, das weiß ich noch. Der Kollege ist jetzt hier weg. Und deswegen scheiße ich einfach auf den da davor, weil ich will da eh nichts. Heiraten, nee, danke. Ich weiß, was du versuchst, aber reicht jetzt auch. Und Firefox, ey, vielen lieben Dank für die 5 Gifted-Subs. Vielen, vielen Dank. Leute, ihr seid eh zu krass gerade zur Zeit mit dem Support. Ich weiß gar nicht so richtig, was abgeht. Auch so viele Leute hier, viele neue Leute. Ich freue das einfach mega. Ich versuche einfach trotzdem weiterhin einfach genauso zu machen, wie ich es immer gemacht habe. Ich glaube, da sind alle happy mit. Also, aber es ist schon weird. Also mir fällt das schon auf, dass ein paar neue Leute da sind und so. Aber es ist natürlich einfach cool. Ich bin einfach happy,
so dass es so läuft, weil ich einfach genau das so mache, wie ich es machen will hier. Und bin recht froh darüber, dass ich da nicht irgendwie diesen Druck verspüre, dann sofort, wenn jetzt irgendwie mehr Leute sind, da irgendwie jetzt völlig so eine komplett andere Rolle zu spielen oder so. Also in dem Sinne so, Chat, ihr könnt mich mal. Und jetzt geht's hier weiter. Sorry. Auch letztes Mal, Leute, ey, dieser. Ey, ich hab mir das angeguckt, ne, Mann, ey, ich werd grad rot, ne? Ich hab mir das nochmal angeguckt, dieses, als ich zu diesem Engelmann da oben letztes Mal so meint, ne, meinte, ey, und deine Mutter habe ich, ihr wisst schon. Und dann war das schon ein bisschen too much. Und dann wirklich 2 Minuten später ich so, da oben mit dieser Geste, da oben habe ich sie. Ich fand's ein bisschen witzig, ehrlich gesagt. Aber ich dachte mir auch kein bisschen, Leute, so, oh, Donny, also ganz ehrlich, der war vielleicht ein bisschen so hey, zu dreist. Nicht dreist, wie heißt das Wort? Mann, das ist das scheiß Wort. Krass. Okay, jetzt bitte, ich zügel mich, wir spielen jetzt, wir haben jetzt ein paar Fragen beantwortet, wir haben uns reingegroovt in den Stream, ein bisschen über meine neue Hardware gesprochen, ein bisschen Headset-Verlust und jetzt will ich diese Gegend einfach mal absolut dominieren. Gehe ich jetzt hier auf den Baumstamm oder nicht? Ich glaube, ich muss auf den anderen, ich muss zu diesen Häusern nochmal gehen. Kann man hier hochhüpfen, Alter? Nee. Marcel, danke dir. Sowas lese ich natürlich gerne. Aber ich habe einfach gerade eine gute Zeit hier auch so im Stream und mit dem Scheiß, den ich mache. Das ist ganz cool. Gut, liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt so alt werde und einfach auch nicht mehr viel anderes machen kann. Kein Dating-Life, kein Party-Life. Mein Life ist hier rumhocken mit euch und Scheiße labern. Ob im Podcast oder im Stream. So. Aber mehr will ich eigentlich auch ehrlich gesagt nicht. Okay, ich mache jetzt den kaputt. Und ich hätte hier gar nicht hin müssen, ne? Den Fehler habe ich doch letztes Mal 500 Mal gemacht. Ich muss doch hier einfach nur da hoch. Wie läuft's mit Cricket? Hast du gemerkt, ne? Ich glaube, die Dating-Story kommt auch noch auf YouTube, auf dem Hauptkanal, habe ich mir überlegt. Mal gucken. Warte mal, okay, jetzt mal wirklich mit ein bisschen hier klar, also weiß ich nicht, mit wen, so mit bisschen jetzt Konzentration. Ich glaube, ich muss hier droppen. Ja, so. Von deinem Dark Souls 2 Let's Play ist nur eine Folge online. Ich gucke mir das mal an tatsächlich, Leute, ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe da auf jeden Fall nichts gelöscht oder so. Manche Sachen sind, glaube ich, ungelistet oder so eventuell. Ich gucke mir das an. Dark Souls 2 habe ich aber auch nicht beendet, ne? Wisst ihr? Also doch beendet, aber nicht das DLC. So, Moment. Und jetzt ist es jetzt wichtiger. Ich gucke mir das an mit Dark Souls 2. Vielleicht kann mich ja jemand im Discord gerne mit Verlinkung irgendwie bei, wie heißt das? Welchen Kanal? Irgendeinen Kanal. Macht mir da gerne Verlinkung und macht einen Reminder, Dark Souls 2 Reminder irgendwie nachgucken. Das wäre super, weil jetzt will ich es hier mal aufschreiben oder so. Dann gucke ich mir das an. Okay, jetzt Achtung. Hierhin erstmal. Oh, Schocken, Alter. Ganz vergessen, den Typen. Und hier war ich letztes. Ich hab hier einfach. Ich raff es einfach nicht. Da ging ja, war ja Dead End. Das ist dieser komische Typ mit seinem lila Schwert. Irgendwo muss hier was sein, was ich nicht sehe. Hier auf das. Okay. Warte. Und kann man hier, hier ist auch nochmal ein, okay, hier war ich, glaube ich, letztes Mal auch schon. Ist auch ein paar Tage her übrigens, die letzte Dark Souls Session, dieses, eine Woche schon her tatsächlich. Das war letzten Samstag, genau. Also, seht es mir nach, wenn ich ein bisschen. Okay, und ich glaube, hier geht es ja gar nicht weiter. Ich gehe mal auf das Dach. Hier ist das. Ah, jemand hat es gefunden. Ja, Links gehen bei mir im Chat nicht. Sorry, das muss ich deaktivieren, sonst kommen da Leute und machen irgendwelche OnlyFans-Links und so einen Scheiß. Aber ja, danke fürs Raussuchen und gerne im Discord posten und dann werdet ihr da fündig. Auf jeden Fall, das findet man auf jeden Fall, das Dark Souls Let's Play, Dark Souls 2 Let's Play. So, und jetzt gehe ich auf den und jetzt guck mal. Hier habe ich das letzte Mal auch dieses Geräusch gehört. Was ist das für ein Geräusch?
Macht immer so. Muss ich auf. Ich muss ja auch. Woanders geht's ja nicht lang. Nee, aber da komme ich ja nur. Wenn ich da hin. Guck mal, wenn ich hier hingehe, dann komme ich ja wieder nur dahin, wo ich schon war. Da ist doch eine Leiche. Guck mal da. Über meinem Kopf. Einfach mal hüpfen, ist immer geil. Da geht's auch nicht weiter. Ich bin zu. Warte mal, war ich nicht letztes. Ich weiß wohin. Ich weiß wo. Ich erinnere mich. Ich muss hier runter. Kurz gedacht, ich sterbe. Not gonna lie. Aua. Fuck it. Und hier. Aua. Ich muss hier. Warte, ich muss hier hoch, glaube ich. Machst du Medie? Ich will mich jetzt nicht. Ich will euch jetzt keine Versprechen machen, die ich nicht halten kann, aber ich hab's Gefühl, ich werde mich ihr stellen. So, warte, muss ich den machen? Ah! Stop it! Poison Jam. Ja, ich bin der Mann mit dem dicken Arsch. Ich bin der Mann mit dem dicken, dicken Arsch. Den wollte ich so, den habe ich mir angefressen. Mit jeden Tag 27 Eiern und ganz viel Fett. Ich bin der Mann mit dem dicken... So dumm, Alter! Vor allem Eier machen doch gar nicht fett, oder? Aber 27 schon. Oh, ich so ein rotes Gesicht, keine Ahnung. Anstrengender Tag heute, aber richtig guter Tag. Okay, hier muss ich doch lang. Okay, ich bin dumm, sorry. Ich mach den mit Parieren, komm. Vielleicht habe ich noch so einen Zweig, einfach so als Fun. Midir ist der schwerste Boss vom TLC? Fragt Destinix. Ne, der schwerste Boss bin ich mir ziemlich sicher, Friede. Und die haben wir jetzt geschafft, vorletzte Session. Das war auf jeden Fall ein harter Kampf. Ich habe 3 Sessions gebraucht, 3 komplette Streams. Und bin, war relativ nah an der Verzweiflung. Kannst du dir gerne nachholen, wenn du willst. Wenn du jemand, einfach einen erwachsenen Mann komplett... kurz vorm Brechen, also nicht kotzen, sondern kurz vorm gebrochen werden sehen willst. Magst du erzählen, wie du den Elden Ring DLC-Trailer fandest? Woody, für dich sehr gerne. Kannst aber tatsächlich, ich habe heute auf dem Uncut tatsächlich die Reaction gepostet, den Abschnitt, falls du das irgendwie nochmal ein bisschen genauer angucken willst, später oder so. Wir haben dann vorgestern oder so im Stream darauf reagiert. Das sind so 20 Minuten, habe ich ein bisschen sowas dazu gesagt. Aber ich kann es kurz sagen, ich bin hyped. Ich habe es voll unterschätzt. Ich habe wirklich nicht gedacht, ich dachte einfach so, ja, ist halt ein DLC, ne? Was regen sich die Leute so auf und so. Aber dann wurde mir in den Kommentaren, ich bin heute ein bisschen am Schleimen, aber ich muss echt sagen, es ist echt gerade einfach nice, wie die Leute sind. Unter dem VOD hier auf dem Uncut-Kanal haben wirklich die Leute einfach guten Input gegeben und mir einfach auch erklärt, warum. Und ich habe einfach Sachen gelernt, weil es anscheinend wirklich so, die Dark Souls DLC oder die FromSoft DLC sind ja wie so AAA-Titel. Und die haben irgendwie 40 GB ist das groß. Und die Leute sagen mir, es ist wahrscheinlich sogar so, dass es wie ein eigenes Game sein wird und so weiter. Und ich war voll so, ich habe es wirklich nicht so gedacht. Ich habe einfach gedacht, ja, das wird ein neues Gebiet sein in Elden Ring. Weißt du, so irgend so unten beim Sumpf halt nochmal so ein Ding, irgendwie so ein Bereich. Und dann machst du da 3, 4 Bosse und dann war es das. Dachte ich wirklich. Weiß nicht warum, aber dachte ich. Aber der Trailer, schon fett. Also ich habe mega Bock drauf. Ich habe wirklich Bock drauf. Ich hätte nicht gedacht, dass mich der Trailer hypt. Aber das wird auf jeden Fall gezockt hier bei mir im Stream. Im Sommer dann. Ich habe auch schon so ein bisschen Vermutung, welche Bosse mich richtig nerven werden. Diese Feuerfrau, Mann. Dude. Geil. Mann, ey, dieser Engel regt mich so auf, Junge. Ich will euch nicht fragen. Ich weiß, ihr wollt es mir sagen. Irgendwo ist hier so ein Madenmann mit einer Steuerung. Wie so ein fucking kleines Kind mit so einem RC-Auto. Ich finde den aber nicht. Und die killt mich hier immer. Ich zieh was gegen Zauberei an, fuck it. Habe ich das letzte Mal gemacht, scheiße. Habe ich das schon gemacht? Nee, was ist denn das hier?
Habe ich nicht so Zauber? Garn? Hier, 4,6 Magic. Bam. Hier, Sorceress oder so. Ist doch immer so. Ich habe das letztes Mal schon gemacht. Ne, guck mal, alles ist rot. Ich hab schon das Geilste dafür. Fuck! Gibt's eine Wette, ob er es heute noch aus dem Gebiet rausschafft, Kappa? Mann! Ich wette, ja. Die Buchmacher sehen's anders. Das ist doch so unregelmäßig, wie die schießt. Oder der, oder was auch immer das ist. Fucking. Das ist Angelo Kelly. Sometimes I want to be an Arschloch. Sometimes I want to be you. Sometimes I just shoot fucking magic. And I don't know what to do. Ja, wo, und jetzt? Was mache ich jetzt? Hier geht's ja nicht weiter, Mann. Wo ist der nächste scheiß Ast? Ich hab wieder diesen Opa-Blick gerade, ne? Muss ich hier lang? Warte mal, da war ich ja noch. Kann ich hier droppen? Ah, vielleicht ist es wieder so ein Drop, wo man droppen kann. Auch tief droppen kann. So, in diesem ganzen DLC ist es doch oft so. Ich mach's einfach. Geil! Nein! Ah! Oh. Ich bin hier falsch, ne? Ah, hier steht irgendwas. Nein! Doch! Ja! Easy! Völlig einfach. Oh, könntest du mir jetzt sagen, was habe ich verpeilt? Da war irgend so ein Madendude. Accidentally good. Da war irgendwo so ein Dude, ich hab's richtig gemacht, tatsächlich. Setz uns mal kurz hin. Sometimes I want to be an angel. Ein anonymer Schenker hat 20 ge... Leute, ich verraff gar nicht, was abgeht zurzeit. Vielen Dank, Mann, was geht? Ein anonymer User hat 20 Gift-Zaps gerade verschenkt. Ich hab immer... Ich weiß gar nicht, was abgeht. Vielen Dank, Mann. Oder Frau. Ich weiß es nicht. Anonymer Schenker. Klingt für mich männlich, sonst wäre es ja anonyme Schenkerin. Vielleicht haben wir da Indizien. Müssen wir da mal die zwei Ladies vom Mordlust-Podcast drauf ansetzen. Ne? Die haben doch immer so Investigativ-Zeugs. Keine Ahnung, hat keinen Sinn gemacht. Vielen Dank, Mann, auf jeden Fall. Oder Frau. I don't know. Whatever. Ah! Was ist hier? Try Jump? Try Finger Butt Hole oder so. Take the plunge, you won't die. Okay. Ah, hier ist doch Media schon. Oh nee, ich hab kein Bock. Ah nee, hier sind diese zwei Dudes, ich weiß es. Hier sind diese zwei Dämons, die mach ich first try, Alter. Batz. Ich wollte gerade heilen, ich wollte heilen. Glaubt mir das jetzt wieder nicht. Ich wollte gerade eben heilen. Also ich wollte einen mal kurz weg und dann heilen und dann wieder zurück. Ich habe einen Schlag zu viel gemacht, nur einen einzigen. Aber muss doch erlaubt sein. Warte, ich rufe kurz mit meiner neuen 12-Tasten C-Series Maus einfach mal an. Bei Miyazaki. Shubushi. Er sagt, habe ich Scheiße gemacht. Er ist enttäuscht von mir. Und ich bin nicht mehr sein Sohn. Ich plunge mir geil ein rein. Ich plansche mir geil ein rein.
Ah, ich soll die Seelen holen. Ich habe nur Augen für die Seelen. Bin tot, ne? Scheiße. Oh, oh. Ah, der ist ja dumm. Der läuft ja von mir weg. Haha, Idiot. Dodging. Dodging is my thing. Hau dir auf den Arsch. Oh, der andere kommt. Oh, jetzt wird der andere aggressiv. Okay. Chill. Nein. Zwei. Ja, beide. Oh, DP. Komm, ich mach den schnell. Stamina. Ja, weg, 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 weg. Jetzt hole ich mir gemütlich meine Seelen. Nein. 8000 immerhin. Sag mal, Kleinvieh macht aufmischt. Aufmischt. Ah, Early Dodge. Die sind ja echt easy. Nein, Early Dodge, wie so ein Noob. Nein, oh, der Early Dodge, Alter. Oh, das ist mir nicht mehr passiert, seit ich in der Pubertät war. Sorry fürs Rübsen. Greedy Blades heißt es jetzt mittlerweile schon wieder. Der gute alte Early Dodge. Mit Hüpfen. Wow, geil. Oh, super Plunge. Wuhu. Aber es macht irgendwie Bock, hier runter zu springen. Jedes Mal. Okay, jetzt geh schnell zu dem einfach hier und mach einen Pause. Was schießt der überhaupt? Gift? Ah, ich mach lieber den Feuertub zuerst, okay. Ah, jetzt kommt er von hinten. Ich muss heilen. Ah, ich weiß doch. Nochmal. The Drag Heap. Ich wette, irgendwelche Nerds haben das bei sich in der Tinder so als, weißt du, so als Location. The Drag Heap. 2 Kilometer entfernt. Schwanz plus 7. Schwanz plus 7 ist richtig dumm. Nein! Okay, ich bin gerade, ich bin irgendwie zu gut drauf gerade. Das heißt, ich will die ganze Zeit nur quatschen machen. Und ich meine, es ist ja schön und gut, aber ich, die zwei sind easy, ich mach die jetzt. Mal kurz ernst. Kann man hier so runterhüpfen, auch an der Seite? Geht das auch? Ja. Jetzt macht der Aggro nicht mehr, der eine. Wer ist denn der Schwache? Der hier? Oh, Early Dodge! Nein! Fuck off! Ich weiß nicht mehr, wer ist. Ist er der wo ist denn der Schwache? Ah, jetzt ist der andere. Jetzt wird er. Der andere ist jetzt der Zauberdude und der ist jetzt der warme. Heiße. Keine Ahnung, Feuer. Ihr wisst, was ich meine. Ah, Junge, wo ist denn der? Wo ist der andere Mann? Warum chillt der nur? Den will ich machen. Ah, der ist schon, weil der kaputt ist oder so.
Ja, ich hab den jetzt, oder? Ah, der macht jetzt ganz langsam. Fuck! Die haben die Aggro gewechselt einfach. Gut für mich, gut für mich. Jetzt renn. Einfach hinrennen da. Nein! Scheiße! Ja, weg. Rolle. Direkt weiter. Ja, gutes Timing. Liebsten Glück gehabt. Jetzt haben wir sie. Macht der Explosion? Der macht eine Explosion, oder? Das sieht nach Explosion aus. Okay. Jetzt haben wir ihn. Easy. Godgamer! Nein! Da! Nicht so. Gut. Easy. First try. GG. Oh, was? Scheiße! Oh, ich hab das vergessen. Der geht nochmal ab. Demon Prince. Fucking, der soulvollste Drache aller Zeiten. Der kann ganz viel. Der kann 27 und 20 spielen. Oha. Oh, der macht Damage. Okay, fuck. Vorsicht jetzt. Oh. Den hab ich komplett vergessen. Oh, ich mach nicht mehr so viel Damage gerade. Ich mit Sod brennen. Wo sieht man denn, wo die landen, die Scheißdinger? Ich habe keine Feuerresistenz. Ich muss da nochmal mit dem Feuerwehrmann reden. SoulReaver85, vielen lieben Dank für die 10 Gifted-Subs. Leute, ihr spinnt doch. Ohne Witz. Ich mach doch hier nur Quatsch. Vielen, vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Einfach danke. Thank you. Okay, nein, ich wollte die Rüstung doch wechseln. Kann ich das jetzt schnell machen? In der Luft? Was sieht denn da Feuer aus? Feuer, keine Ahnung. Ach, scheiße. Super Deutsches, Alter. Auch gewollt. Ah, jetzt ist er hier. Scheiße, der andere. Ah, der Early Dodge ist so nervig. Nein, der andere ist jetzt aggro. Stagger! Muss ich nutzen. Tschüss. Nein! Ach! Ich muss ganz schnell pissen, sorry. Ey, wisst ihr, was richtig weird ist? Wenn man auf dem Klo sitzt und pinkelt und das Bonfire-Geräusch hört. Ich habe die Kopfhörer nicht abgesetzt. Ich habe die ganze Zeit das gehört. Das war voll angenehm. Das könnte auch so ein Ding zum Einschlafen sein, weißt du, so wie dieses Brown Noise oder so oder Waves oder so. Einfach nur Bonfire-Sound, 10 Hours.
ist Donnie in echt Let Me Solo Her. Ich kenne die Videos auch, der ist schon absolut legendär. Ja, Brown Noise hat nichts mit der braune Ton zu tun, das sagt jedes Mal jemand. Das ist einfach so ein ASMR-Ding. Ich höre das wirklich zum Einschlafen. Ich nehme immer 10 aus Koss, Alter. Das wird, glaube ich, als Folter vielleicht benutzt. Okay, warte. Jetzt konzentrieren. Brown Noise auch im Crew. Lel. Super Dodge. Optimal. Jetzt nochmal dodgen. Early Dodge fast, aber ich hab's im Griff. Nein! Ah! Wow, knapp! Ziemlich perfekt bis jetzt. Jetzt haben wir einen Stagger Boy! Okay, jetzt schnell Rüstung wechseln. Nee, oder? Das ist eine dumme Idee. Der explodiert jetzt hier, oder? Soll ich. Ey, hab. Ah, ich weiß nicht. Hab man da die Zeit? Ich hab die Rüstung einfach vergessen. Ey, doch. Irgendwas schnell Feuerhose. Engelbert Strauß Feuerhose. Mann, drück doch nicht da drauf. Feuer, Feuer, Feuer. Irgendwas. Ah, fuck. Ah! Gut für mich, gutes RNG. Stamina. Ah! Boah! Vielleicht muss man nah, muss ranbleiben an dem einfach, oder? Nah ran. Ja, mach. Ich gehe hinter ihn. Das geht. Das hat ja kein Ballistik, die Scheiße. Oder doch? Jetzt ran. Sodbrennen. Sodbrennattacke. Sodbrennen. Einfach hin. Geh weg, Mauer. Das haben die Ossis auch gesagt. Ostdeutschen. Sorry. Ossis sagt man nicht. Glaube ich. Ich mal, ja, weil, bin mir nicht sicher. No offense. Ihr wisst, was ich meine. Ist ein Joke. Ich bin gut gerade. Nein! Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Immer dranbleiben, das ist wichtig bei dem. Na dran. Merke ich gerade. Learning by doing, Alter. Dark Souls. Nein! Na, oh, weg, weg, weg! Schnell heilen! Nein! Okay, ich hatte ja! Mann, mein Videoaufnahmegerät piekt hier. Warum? Scheiße! Das war gut eigentlich. Danke für den Sub, King Korken. War ein guter Try, danke Besa. Ach, Rüstung wieder ver... Oh. Das kannst du keinem erzählen, ey. Ich muss mich mal konzentrieren. Ich bin doch ein guter Gamer. Jetzt habe ich schon wieder die Feuerrüstung vergessen. Aber ich hab den. Ich kann das jetzt gut. Schlecht. Nein. Ah, ich hab's gesehen. Der war im Hintergrund und wollte zu still. Oh, hier muss der Bahnhammer, glaube ich, raus. Hier ist ein Idiot. Leute, habt ihr ihn gesehen? Weil die nee, das lese ich nicht mal vor. Leute, diskutiert doch nicht mit so Idioten. Hat schon Mod gemacht? Nina war schon dran, oder? Rüstung, ja, danke. Ey, er war gerade so ein Idiot. Okay, warte.
Jetzt machen wir das in Ruhe mit Feuer Resistance. Ach, Nina geht sogar extra mal, finde ich gut. Okay, warte, was ist gut? 7 KP? Wir hatten letztes Mal auch übrigens so ein Arschloch ganz am Ende. Das habe ich erst am Ende gesehen, leider. Sorry, Leute, wenn ich da irgendwie euch sowas auf den Sack geht im Chat. Ich kann das nicht immer alles sehen. Aber letztes Mal waren auch echt viele Leute da. Manchmal hast du halt hier so verirrte Leute, ey, die einfach Bullshit erzählen. So, die Hose ist gut. Aber ihr macht das immer gut, finde ich. Ihr reagiert da gut drauf, wenn die Idioten hier sind. Irgendwelche rechten Spinner oder so. Aber mein Rat, habt ihr jetzt nicht gemacht, ne? Aber nur in die Zukunft auch, ist immer gut. Ihr könnt quasi bei sowas immer mitarbeiten, indem ihr wirklich nicht mit den Leuten diskutiert. Die Mods sehen das meistens und dann werden die gekickt oder gebannt und so. Die wollen ja eure Aufmerksamkeit und mit euch dann diskutieren und so. Die wollen euch ja triggern, das sind ja Trolle, das ist ja immer das Gleiche. Einfach ignorieren. Also ich sag das so aus der Hüfte, ich bin ja genauso jemand, der sich irgendwie leicht, schnell, ich will jetzt nicht triggern, sag ich, finde triggern wird so überinflationär benutzt, aber sich halt so provoziert fühlt und dann auch manchmal auf Twitter oder so mit Leuten diskutiert, aber es wird immer weniger. Gestern, manchmal finde ich dir aber lustig, ich habe dir den Typen gesehen, der hat dann irgendwie so ein Video gesehen von so einem Bohrloch irgendwo in der Arktis oder so. Und da haben die Leute halt sowas runtergeworfen, so Steine oder so. Das macht ja dann so krasse Geräusche, ne? Wie so Laserschwerter. Das ist einfach nur einfache Physik so. Und der hat das so dieses Video gepostet mit so, was wollen die uns verheimlichen? Was ist da los? Und so, also als wäre das irgendwie so eine Verschwörungstheorie, dass irgendwie die da oben irgendwelche Löcher so bohren und da Außerirdische drin sind und so. Ich denke mir echt so, ja, die Leute haben einfach auch zu viel Zeit, so, ey. Also, ich meine, das muss ich gerade sagen. Egal. Ich check schon, was ich meine, glaube ich. So, wir haben jetzt Feuersachen an. Ich fand's nur witzig, ey. Der hat wirklich, der denkt, es gibt Leute, die denken dann wirklich, dass irgendwie Leute irgendwie irgendwas mit der Regierung zu tun hat oder so. Guck gerade, aber mit den Kommentaren lockt man ja auch schon wieder die Leute an. Dann sagen die, ja, Donny, aber das sagst du immer in deiner Woke-Bubble, aber dann. Du weißt doch gar nicht, was wirklich abgeht hinter den Kulissen. Wach auf, ihr Schafe! Das sagen die auch immer. Ah, ich bin an der Mauer! Woke-Bubble hab ich nicht! Ich hab einfach coole Leute hier! Wir haben keinen Bock auf fucking Verschwörungstheoretiker, that's all! Lass mich in Ruhe, die Bosse killen! Ah, der andere ist drin, ja. Jetzt. Nein! Die sind beide zu nah jetzt! Ich werd den nicht los! Komm, sterb mal! Schnell, einschlagen! Jetzt weg! Heil! Schlechter Dodge! Ah. Heelflips, danke dir! Ich mag dich auch! Glaube ich. Ich weiß nicht. Kenne ich nicht. Aber du bist hier. Das ist schon mal gut. Kopf macht bestimmt mehr Damage, oder? Scheiße. Jetzt habe ich ihn. Stamina-Mensch ist ganz schlecht gerade. Oh, komm. Liegt das an der Rüstung oder so, dass ich so schlechte Stamina habe? Ich glaube, ich bin dicker. Kann das sein? Die Rollen sitzen nicht. Willst du einen ganz, ganz kleinen, in Klammern, spoilerfreien Tipp? In Klammern, Miyazaki hat wieder dreimal ums Eck gedacht. Ja. Fuck it. Ja, du hast es so formuliert, dass es mich jetzt interessiert, aber ich, und auch nett formuliert, so dass ich entscheiden kann. Hau aus. Eck. Gelübd. Eggy-Typ. Kuss. Da sind wir jetzt alle gespannt, oder? Ist immer ganz ehrlich. Da seht ihr doch jetzt auch drüber. Es ist wichtig, wen du als Ersten tötest. Ja, warte. Ich dachte kurz, Troll, also Witz, nicht Troll, Gag. Aber du meinst im Sinne von, wer der Zweite dann ist. Vielleicht sollte ich doch lieber den langsam zuerst mal. Wir machen es einfach mal. Ich mach den jetzt mal. Aber warte mal, ich wollte gucken, habe ich jetzt wirklich eine Slow Roll oder so? Nee. Wie kam ich mir gerade irgendwie. Aber nee, mal gucken.
Ich mache das trotzdem mal einfach aus Interesse. Ich mache mal zuerst den langsam. Wo ist er? Da hinten. Panic Rose, Alter. Oi! Hinterher, schnell! Nein, Stamina! Stamina, Mana, Waka, Waka, Stamina, Mana, Tamema, Hinja. Ich kann nicht managen. Ah, der ist traurig wahrscheinlich, weil vielleicht sind die Geschwister oder so. Der ist sauer, weil ich habe seine Schwester oder seinen Bruder gebracht vielleicht. Ah, die Windblades, Alter, die sind so geil. Okay, let's go. Ist vielleicht ein bisschen traurig tatsächlich, habe ich irgendwie das Gefühl, die Lore, aber egal, jetzt müssen sie jetzt durch. Kann ich schon draufhauen? Fuck it. Nee, geht nicht, ne? Ich krieg hier was ab jetzt. Nah dranbleiben, easy peasy. Sobald der Balken da ist, gehe ich rein. Demon Prince, Alter. Oh, ich dachte, guter Dodge. Hey, ich habe gute Resistance, oder? Kann das sein? Ah, läuft. Läuft gut. Den haben wir. Ich mache weiter konzentriert. Bisschen rennen jetzt. Oh, Media-mäßig. Scheiße, der macht eine Media-Attacke. Was ist jetzt los? Der macht eine Media-Attacke. Woher soll ich das denn wissen? Erklärung zu dem von vorhin? Ja, komm, hau raus. Boah, ich trinke schon wieder zu viel Cola am Abend, Leute. Die kenne ich bei dem nicht. Ich auch nicht. Vielleicht ist es wirklich so ein Ding. Ich mach trotzdem den... Wenn du den anderen zuerst killst, steht der nicht wieder auf. Wenn der Meteorschauer macht. Okay, habe ich nicht gerafft. Not gonna lie. Aber trotzdem, finde ich cool, dass du... Das sind doch coole Lore-Dinger. Ja, toxic. Mein Arsch ist toxic, Mann. Weil du dich verlesen hast. Warte, wenn du den anderen zuerst killst, steht nicht der wieder auf? Steht nicht der wieder auf, der den Meteorschauer macht? Wenn du den anderen zuerst gehst. Aber was ist ein Meteorschauer? Ach so, aber ich finde diese Media-Attacke schlimmer als Meteorschauer. Oder wie seht ihr das, Chat? Das ist doch irgendwie. Also dieses Feuerlaser, das fand ich jetzt irgendwie heftiger als. Mein Arsch ist toxic. Quoted. I'm addicted to you. Ja, mein Arsch, der ist toxic. Na, 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 na. Furz, furz. Oh Gott, der dümmste Joke des Jahres bis jetzt. Na, furz, furz, furz. Da bin ich gerade gierig, ey. Gut. Der hat noch gelebt? Wieso hat denn der noch gelebt? Ich dachte, er wäre tot.
Let's do this! Vielleicht verstecke ich mich. Einer da. Oh, Flügelzuklapper. Nein. Ah, oh, nee, wichtig. Ah, okay, nochmal ein Heal verschwendet. Ich habe noch 7. Gut, gut, gut. Easy, easy. Aber ich mache nicht so viel Schaden bei dem. Wichtig jetzt, komm. Damage. Ich sehe nix. Meteorschauer finde ich viel weniger schlimm. Ja, da müssen wir ran. Sodbrennattacke ist die, wo wir hin müssen. Der hat so Sodbrenn, Alter. Der braucht Bullrichsalz. Vorsicht, heilen. Heilen, du bist zu gierig, Donny, gerade. Nein, ich wollte heilen. Ich hab geheilt. Meteorschauer ist normal instant. Meteorstrahl kann man dodgen. Okay, okay. I see what you are trying. Okay. Aber ich finde den schnellen zuerst machen ist irgendwie einfacher. Ey, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir jetzt so lange brauchen. Nee, ich dachte wirklich, der war einfach. Der Boss. Eisschwert? Hm. Schmilzt doch bei Feuer. Ich sehe die Logik da jetzt nicht. Komm, wir machen es nochmal mit dem langsam zuerst. Fuck it. Ich glaube, ich sehe die Dodges nicht in meinem Rückspiegel. Klar. Oh, Double. Ja, komm. Warum nicht? Warum nicht? Wenn ihr schön zusammen seid, schön Teeparty hier, Alter. Worst timing für ein Heal ever. Das war ein Fehler, was ich gerade mache. Ich lebe noch? Warum lebe ich nicht? Oh, Sladanovic, danke dir für den Prime Sub. Herzlich willkommen. Captain Senf, danke für 11 Monate. Jarhead Joy, danke für 27 Monate. Vielen Dank für euren Support. Patinho, 9 Monate. Heel Flips. Melson Mandela. Melson Mandela finde ich ganz gut. King Cocken hatten wir vorhin schon. Deuce of Clubs. Cheers, Leute. Wie war das mit dem Easy? Ja, ja, gut. Ihr sitzt zu Hause in einem warmen Kämmerchen. Ja, ich bin hier in der Kälte. Ja, okay, es macht keinen Sinn, aber egal, ist schon. Ach nee, mach doch mal langsam, Kollege. Bin zu faul, das ordentlich zu machen. Oder ungeduldig, besser gesagt. Das ist mein Problem, wie immer. Weißt du, ich meine, ich könnte ja einfach immer weggehen und dann warten und weggehen und warten, aber ich habe keinen Bock da drauf. Oh, das ist das Problem. Ich mach nochmal, komm, lass mich doch. Och. Auch irgendwie Bogen. Nee, Bogen habe ich noch nie benutzt. Ich mach kurz mal irgendwie so ein Buff oder so, irgendwie was. Was ist denn das für ein Zeug? Frostbuilder brauche ich jetzt nicht. Ich brauche irgendwas gegen Feuer. Oder denen irgendwie so einen Attack machen? Adds Lacerating. Was ist überhaupt Lacerating? Bleeding Effekt. Ist das vielleicht gut? Ich habe ja sogar Ember noch 2. Was ist das hier? Magic. Warte mal. Sind Drachen nicht anfällig für Magic? Ich mach mir das mal hier auf dem Quick-Ding. Das probier mal aus. Und ansonsten... Boost Fire Damage. Ja, Hallöchen, Popöchen. Gib mir die Pebbles mal rein. Die mache ich mir mal schön in meinen kleinen Jutebeutel. Seitlich runter. Au, kann knapp sein. Nee, es geht. Ich habe gehört, hier spielt der Godgamer. Ich schaue und lerne. Ja, ich mache. Herzlich willkommen. Mach gerade First Try. Die beiden Demons hier unten. Herzlich willkommen. Müsste eigentlich schnell gehen.
zu gierig! Ah, ich wollte unbedingt dem Typen jetzt im Chat beweisen und dann war ich zu gierig, war ich im Tunnel, scheiße. Ey, mein Ego, Alter. Wirklich, das bringt mich nur in Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ich glaube, Magic hat den Effekt, oder? Heute mal links runter, warum nicht? Ich mach den Pebble mal nachher. Boah, bis dahin war es echt perfekt. Hab ihn noch gesehen im Seitenspiegel. Nee, jetzt sind die zu nah. Hopp mal ab. Ach Mann, ich hab irgendwie langsam keinen Bock mehr. Was ist hier eigentlich los? Ich dachte, wir machen uns hier gemütlichen fucking Freitagabendstream, so ein, zwei Stunden, vielleicht drei. Dann mache ich mir ein schönes Restaurant der Wagner in den Ofen. Ja? Guck irgendwie weiter Better Call Saul zum zweiten Mal. Bin schon hier dritte Staffel, die Mike-Story mit Rainer Ziegler und so. Und jetzt sitze ich hier, muss wieder so ein scheiß Boss-Folge machen. Bei dem Boss habe ich damals kapituliert. Quatsch. Wir machen das. Das ist easy. Es ist eigentlich wirklich nicht so schwer. Siehst ja hier mal, wenn der andere schießt, dann machst du eine Rolle. Machst du hier nochmal eine Rolle, wartest auf Stamina. Machst ein paar Mal auf den Kopf. Bleibst unter ihm, machst jetzt eine Rolle, weil das Magic kommt. Muss man alles im Blick haben. Alles gleichzeitig. Jetzt muss Stamina aufladen. Jetzt wieder hin. Jetzt staggert er. Jetzt müssen wir halt geduldig sein. Und jetzt, so, no hit bis jetzt. Okay, danke. Easy. Jetzt machen wir schön geduldig. Super. Hammerrolle. Ja, ich kenne beim Sushi, Mann, du, die Hammerrolle. Stagger? Hm. Hm. Fuck, jetzt muss ich doch heilen. Der staggert doch gleich. Was will er denn von mir? Meteorschauer hin oder her, das wird jetzt gemacht. Und ich liebe das sehr. Das ist mein Bibi Blocksberg-Spruch. Wir ambern. Let's go. Wir holen uns die Pebbles rein. Die Feuer-Resistant Pebbles. Wir machen Magic auf die Waffe. Das ist einfach episch und geil. Genauso wie ihr es mögt. Episch und geil. Das ist mein Motto. Mich hat's am Mund gejuckt. Oh, gut. Gutes RNG gerade. Ja, jetzt ist er in der Ecke. Was soll er machen? Nix. Auf den Arsch kriegen. Und Stagger auch noch. Komm, Stamina. Let's go, das ist es. Stamina. Okay, weg. Stamina. Ey. Okay, ey. Oh, das ist gut für uns. Wir haben gutes RNG gerade. Nein. Random Dodging, hey, hey, Random Dodges, hey, hey. Warte ich ab. Komm her, der muss da raus. Ist nicht gut, wenn der da nur in der Ecke ist. Oh, jetzt wird's gefährlich, ne? Oh, fuck, das ist halt nicht Instant Death, aber. Wir haben ihn. Ich mach den jetzt, Leute. Nein, der dreht sich um. Komm. Gib mir gerade kein Fenster zum Schlagen irgendwie. Der gibt mir gerade wirklich kein Fenster. Scheiße. Kommt wieder Meteor? Nein. Stagger doch mal wieder, du Arsch. Nein, geh weg. Geh nicht weg, meine ich. Ah, ich krieg mir keine. Ich muss, okay, geduldig bleiben. Wir haben genug Heals. Gut,
Jetzt können wir machen. Jetzt können wir Damage machen. Nochmal healen, nochmal healen, nochmal healen. Nein, 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 Johnny. Jetzt nein, nein, nein. Heal. Ego. Gut. Gut. Nein, der greift mich. Weg, weg, healen. Weg, weg, healen. Damit, ich mache noch einen Heal. Scheiß drauf. Nur mal sicher. Komm. Wir müssen unbedingt killen, bevor der wieder Meteor macht. Jetzt hat er Sodbrennen. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, Leute. Ich habe ihn. Stamina aufladen und jetzt go. Windblades, do it for us. Do it for me. Do it for Chad. Do it for all of us. Do it for the Prince of Darkness. Yes. No. Oh, ich wollte gerade. Ich wollte eine Geste machen und wäre fast gestorben. Ich wollte eine Geste machen und wäre fast gestorben. Die wollte ich machen. Das wäre der peinlichste Tod gewesen, wenn er da. Cheers, Chat. GG. Nice, jetzt können wir noch ein bisschen gemütlich machen. Ey, hier war irgendwo noch ein Item, habe ich vorhin gesehen. Ganz am Anfang, wenn man hier reinkommt. Da, guck, da hinten. Vierter oder fünfter Try? Na, war so, ich glaube, dritter, vierter Try. Ich weiß nicht, Chat hat's, kann ich da bestimmt aufklären. Woody, vielen Dank. Woody. Grüße an. Wie heißt nochmal deine Katze? Ich wollte gerne mal deine. Du hast einen Kater, ne? Jetzt geht Ring City erst richtig los, jawohl. Woody. Ach so, stimmt. Natürlich heißt die Katze Woody. Stimmt. Okay, warte. Also kurz Concentration. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? 100.000 Seelen. Ja, aber ist in dem Stadium ja gar nicht mehr so viel. Ich setze mich mal hin. Donny, geh leveln und verkack nicht wieder. Ach, ihr seid einfach genau wie den Vater, den ich nie hatte, der zu meinen Baseballspielen kommt, wie in so amerikanischen Filmen und nie unterstützt und immer nur triezt. Aus dir wird nie was, Junge! Da schlägt doch meine Oma weiter als du! Und das macht dich erst stark und deswegen habe ich mich. So verbeiß ich mich so und dann werde ich größer und besser. Aber ich krieg die Zuneigung nie. Ihr könnt das Loch nicht füllen. Das Loch, was ihr mir. Okay, es wird ein bisschen too real, sorry. Geht's da weiter? Da ging's weiter, ne? Wow. Lass mal kurz hier gucken. Ich würde leveln gehen, ja. David, wir müssen zurück. Zum Heiligenschrein. Donny, dein Ausdauermanagement, ja. Also wir echten Souls-Gamer nennen das halt Stamina. Ich weiß nicht, wo du Gaming gelernt hast, aber wahrscheinlich nicht bei den Besten. Nein. Ah. Also ich gehe erstmal ausgeben. Sell Item. Yes, 5000. Yes. 16.000, I can count. Yes, 10.000, yes. Guck ich mir an. Was haben wir jetzt? 130.000, wie viele Level sind das? 2. Ja, was leveln wir denn überhaupt? Was bin ich hier gerade am Leveln immer? Ja, Ausdauer. Ja. Jetzt haben wir. Nächstes Level kostet 50.000, lass uns das mal merken. Mal kurz wissen, was der für Waffen hat, der komische Opa-König da. Wer auch immer der ist eigentlich. Opa, für mich ist der Opa-König. Oh, laber doch nicht! Ah! Kann man da hochhüpfen? Mann! Ah, hüpfen, das ist so scheiße! Achso, man kann hier schon. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich noch nie gemacht. Was ist das? Madenmütze. Ich wollte doch nur hier hüpfen. Fürstenasche abgelegt. St. Aldred auf. Kann ich das bei jedem? Ach so. Ja, doch, ich war schon bei Lord of Cinder. Ich hab's einfach nur vergessen. Ich will den ja noch nicht machen. Ich will das DLC erst beenden. Okay, stimmt. Ich muss also später, wenn wir das DLC fertig haben, muss ich hier die ganzen Throns. Was ist die Mehrzahl von Thron? Aha, da drückt so.
bin sehr interessiert an der deutschen Sprache. Ich muss übrigens gleich schon wieder schiffen, Leute. Sorry, ich werde 40. Aber ich will auf jeden Fall noch weitermachen. Wir machen hier auch auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber ich hasse es, so kurz hintereinander pinkeln zu gehen. Aber ich muss. Was soll ich machen? Es drückt. Ich trinke die ganze Zeit Cola. Was haben wir hier? Curved Sword. Oh, ganz witz, ganz cool. Aber das braucht... Nee. Kostet... Nee, das sind so Feuersachen. Ja, ja, nee, ich gebe das alles aus. Das ist Quatsch. Aber ich wollte es mir mal angucken. Hattest du damals die Sense von Friede mal ausprobiert? Ja, ich glaube einmal, ganz kurz und dann nie wieder. Die haben wir einfach, aber einfach gekauft, weil das war einfach unsere Genugtuung. Nee, Sell Item. So. Vielleicht verkauft die ja wieder Ember. Ich guck mal. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Aber hat die vielleicht andere Items, die wir uns koppen können? Ah. Das sieht eigentlich auch ganz geil aus. Helm of Favor. Finde ich ganz cool. Das sind diese Fab Warriors, ne? Ja, habe ich irgendwie Bock drauf. Was hat denn das? Hat das gute Resistance, oder? Sag mal, das Set. Ich hol mir das Set. Was kostet das? 14.000 plus 10.000, 24.000 plus 7, 31.000. Smog wäre auch geil. Kosten wahrscheinlich alle so 31.000, ne? Ah, diese Hose sieht so scheiße aus, Mann. Diese Hammerpants, aber ich habe irgendwie Bock drauf. Your local Elden Rod hat für einen Monat auf Stufe 1 abonniert. Vielen Dank, Mann. Herzlich willkommen hier, wenn du neu bist. Interessanter Nickname. Your local Elden Lord. Was ist denn dein Lieblingsgame? Irgendwie habe ich gerade aus irgendeinem Grund Bock auf so ein Set einfach mal. Habe ich nie gemacht. Ja, komm, das können wir uns leisten. Die 31.000, mein Gott, die sind schnell wieder drin. Ich will dieses, das will ich irgendwie haben. Das sieht cool aus. Nein! Ups. Hey, die müssen auch denken, er ist der weirdeste Typ, wie ich hier mal rumlatsch. Der Helm ist einfach nice. Ah, ist schon badass, oder? Ist schon badass. Elden Ring ist ganz weit oben, aber The Witcher 3 ist auf Platz 1. Haha, yeah, local Elden Rod mit dem Comeback. Gefällt mir. Gefällt mir. Also, wenn's... War doch ein Comeback, oder? Ich mach doch immer The Witcher Jokes. I'm dead serious. Gepriesen sei der Mummelmann, auf das sich das Mummeltier belohnen kann. Danke, Dagobert Don. Ja, Mann, das ist der Dude für die YouTube-Zuschauer, der vorhin bei der Verlosung des Headset gewonnen hat. Ja, vergiss nicht mir zu schreiben und so, ne? Wir kommunizieren dann noch. Wahrscheinlich morgen oder so, vielleicht heute Abend von der Couch noch, aber ich will nachher eigentlich eher am liebsten einfach mal nach dem Gaming mal einfach mal abschalten. Aber kriegen wir hin. So, kann ich bei ihm noch irgendwas machen hier beim Techno Viking? Habe ich da was aufgesammelt? Hier, wer ist das? Nee. Wie sieht's denn aus mit der Friedewaffe? Und dieser Dagger ist auch ganz nice. So viele Möglichkeiten. Baller mal das Eisschwert hoch. Findest du das geil, Loffi, oder was? Hast du das Abo-Ziel erreicht jetzt eigentlich, Loffbert? Wo ist denn, welches ist denn ein Eisschwert? Ich hab gar kein Eisschwert. Ich glaube, man muss ein Schwert erst zu Eis machen. Theo Mother, hey zusammen. Moin. Ja, das sagst du, Loffi, nice, das freut mich für dich. Ja, egal, ich mach jetzt mal weiter. Und ich muss schiffen. Okay, brauchen wir hier noch irgendwas? Okay, bin kurz schiffen, gleich wieder da.
Leute, es ist mal wieder Zeit. Ich möchte diesen Moment mit euch gebührend feiern. Es ist jetzt Freitagabend. Mir ist ein klein bisschen frisch. Und ich bin so ein bisschen gemütlich gerade drauf. Es ist Zeit für den Opa-Cardigan. Frisch gewaschen. Es ist Zeit für den Opa-Cardigan. Embrace it, Leute. Einfach embracen. Embrace die Gemütlichkeit. Embrace es einfach. Sehe ich damit aus wie ein Opa? Ja. Denken Leute, die hier neu irgendwie dazukommen auf Twitch oder irgendwie sich zufällig hier verirren, was ist das denn für einer? Ist der 50 Jahre alt? Warum spielt denn der noch so ein Spiel? Vielleicht. Ist es mir egal? Nee, eigentlich nicht. Aber fühle ich mich gerade cozy? Und fühlt sich das geil auf der Haut an? Weißt du, diese... Das ist so, weißt du, das ist so... Wie so Vorhangstoff. Nennt man das so? Das ist doch wie so, sieht ein bisschen aus wie so Vorhänge oder so Tischdecken bei Omas. Und Opas, whatever. Okay, weiter geht's. Bei Fox, nochmal vielen Dank auch für deinen konstanten Support. Ist auch echt nice. So, jetzt mal gucken. Travel, wo geht's weiter? Ich hab Bock, Leute, es geht jetzt weiter. Und vielleicht mal kein Boss direkt wieder. Ich würde gerne mal wieder so eine normale Gegend einfach mal so durchkreuzen. Ein paar Ritter kaputt machen, ein bisschen Items ansammeln. Und nicht immer die ganze Zeit vom Boss zu Boss. Mein Nachbar hat wohl einen Kasten Bier oder so im Treppenhaus fallen lassen, alles voller Scherben und eine Riesenpfütze. Und keiner macht's weg. Was würdest du jetzt tun? Ich bin überfordert. Kommt darauf an, wie groß das Haus, wie viele Leute da wohnen. Also hast du quasi Verantwortung? Sind es 3 Leute oder sind es eher so 20, 30? Bei 20, 30 würde ich halt tatsächlich, wenn es dich richtig stört, halt wirklich einfach einen Zettel machen oder so. Ich bin mittlerweile so einer. Polizei rufen nicht. Finde ich irgendwie übertrieben. Kann ja mal passieren, dass man mal so einen Kasten droppt. Eigentlich müsstest du ihm einen Kasten bringen. Ich hab gehört, du hast einen Kasten Bier fallen lassen, hier ist ein neuer. Und dann sagst du ihm, aber kannst du es vielleicht wegmachen, das wäre cool. Ja gut, es kostet dich aber Geld. Ach, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich bin überfordert mit dem Tipp. Wer wird Tipps geben hier? Okay, wir müssen hier irgendwas machen. Ich schiebe übrigens mein T-Shirt immer so, falls ihr euch wundert, so seltsam hoch, weil ich wirklich vermeiden will, dass ich jetzt hier mit so einem Cardigan in V-Neck, also dass es aussieht wie V-Neck, weil das ist wirklich absolut Style. Polizei muss da eingreifen, finde ich. Oder? Wisst ihr, was ich meine? So Leute, die solche Cardigans tragen, aber dann V-Neck haben? So Bros? Oder so Leute, die bei The Bachelor mitmachen? Die so einen auf gemütlich machen beim Date abends, wo es so am Strand geht, wo es ein bisschen frisch werden kann? Das sind immer solche Typen. Ja, dann so. Okay, die sehen überhaupt nicht so aus, wie ich es gerade mache. Naja, egal. Egal, ich bringe Gargoyles weg. Ja, ein bisschen wie Luffy, genau. Abonniert Luffy. Schlafsack, danke für den Prime-Sub. Nörgel-Rentner hat seinen Prime erneuert für 8 Monate. Es gibt 8 Monate jemand, der hier Nörgel-Rentner heißt, sonst fällt mir jetzt das auf. Gerade wo ich aussehe wie ein Nörgel-Rentner. Aber ich habe eine Kappe auf, das heißt, ich bin auch cool und jung. Also ich meine. Okay, let's go. Fuck yeah, ich hab Bock. Haha, ich drehe mich natürlich um. Talk not sky. Just gonna take it. And not know what it is, but just kinda. Oh, geil. Ach ja, jetzt weiß ich wieder. Hier kommen die Pfeil-Dudes. Ja, habt ihr gedacht? Ich erinnere mich nicht. Habt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon gefreut? Ah, jetzt kommt er da gleich hin, dann stirbt er gleich und weiß nicht, was er. Da kommen diese unsichtbaren Dudes. Nee, von manchen Stellen habe ich ein Trauma, kann man schon so sagen. Und an die erinnere ich mich dann immer, egal wie lang es her ist. An die Stelle weiß ich noch. Da kommen diese unsichtbaren Dudes jetzt gleich. Was mit der Grafik? Wahrscheinlich irgendein Bezugnahme auf den Gag, ne? Grafik ist wie immer, glaube ich, hier. Okay. Ich freue mich auch einfach mal keine Party zu machen dieses Wochenende und nix. Schön morgen. Kommt mein Schwager, meine Schwester und mein Neffe hierher. Schön Kaffee trinken. Dann muss ich wieder in die alte Wohnung, wieder heimwerken, die ganze Scheiße entrümpeln und so. Dann nehme ich TWHS auf.
Dann streame ich vielleicht abends, bin mir nicht sicher. Sonntag muss ich nach Kölle. Für eine Nacht. Das klingt jetzt so total geheimnisvoll, aber es ist für einen Job am Montag, also für so eine Jobsache. Und da ich der Deutschen Bahn nicht vertraue, fahre ich Sonntag hin, damit ich eine Übernachtung habe, damit ich auf jeden Fall davor, damit ich einfach sicher gehen kann, dass ich Montagvormittag diesen wichtigen Termin wahrnehmen kann. Wer fühlt das? So ist es mittlerweile. Ich weiß, es ist so mega Boomer, Dieter Nuhr-mäßiges Abrenten, aber es ist einfach so. Es regt mich halt auf so. Ich kann mich nicht auf die Bahn verlassen, sodass ich sage, ich fahre mit dem frühesten Zug am Montag nach Köln, was gehen würde, ja, der 4-Stunden-Sprinter. Um 11 Uhr ist der Termin in Köln am Montag. Nee, ich zahle eine Nacht, ist ja auch eine Ausgabe. Jochen, mein Steuerberater, freut sich. Auch kostet mich 90 Euro, aber ist alles gut, das sind so Ausgaben. Ich fahre lieber am Sonntag, übernachte eine Nacht und gehe dann morgens gemütlich hin. Aber ich muss auch dazu sagen, der Bonus spielt da mit rein auch ein bisschen. Das ist halt schon auch ein geilere für Mindset. So. Das ist ein recht wichtiger Termin. Und dann komme ich da auch viel entspannter an und bin, ne, auch, selbst wenn der Zug pünktlich wäre, ist es natürlich immer so, bist dann 4 Stunden im Zug gesessen schon und so. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Wochenende. Wir haben heute auch eine schöne Folge Gäste zu Geistern aufgenommen, by the way. Hier kann man nicht außenrum, ne? Habe ich schon mal versucht, gleich beim ersten Mal. Die kommt dann Dienstag raus. Wir mussten es diese Woche ja leider einmal ausfallen lassen. Nils war krank. Oh, da ist ja. Die sind hier auch. Scheiße. Habe ich vergessen. Lasst mich. Ich hab's vergessen. Warte, ich muss mir das anders anhören. Nasenpiercing-Termin. Genau. Schön abends im Hotel Savoy. Nee, ich bin leider nicht so. Was heißt leider? Nee, ich ziehe das leider zurück. Ich bin nicht so prominent, dass ich ins Hotel. Oder wichtig, dass ich ins Hotel Savoy gehe. So, geschweige denn eingeladen werde. So, warte, wo geht man hier nochmal hin? Hier? Nein, da nicht. Und ich war geambert, scheiße, deshalb vergesse ich immer, wenn ich geambert bin, dass ich da aufpassen muss. Wer nach Karneval nicht krank ist, war nicht dabei. So sieht's aus. Wer nach Karneval nicht krank ist, ist läppsch. Ich muss mir mal kurz angucken, wie man hier läuft, Mann. Wie geht das hier nochmal? Jetzt mal hier. Oh. Die sind doch überall. Wie macht man das? Kann man sich hier droppen? Oder ist es nur so ein Timing? Ich hab's wirklich vergessen. Warte mal. Da oben, die werden ja beschworen von so einem anderen Arschloch da vorne, ne? Fucking Pseudo-Robin Hoods hier. Da, und dann gehen wir einfach hier. Was auch immer, hier lang einfach. Droppen? Ah! Die Stelle macht richtig Spaß. Überraschungsgast für Let's Dance. Auf keinen Fall. Ich bin auch echt nur voll kurz in Köln. Ich fahre Sonntag irgendwie nachmittags, sodass ich abends ankomme. Dann werde ich ins Hotel gehen, pennen, chillen, schön Hotel, Fernsehen gucken. Habe ich schon mal gesagt, ne? Ich bin ja großer Fan von Fernsehen im Hotel gucken. Ich weiß nicht warum. Das belangloseste Programm kann es sein. Lass es WDR irgendwie Lokalzeit sein. Oder sowas in der Richtung. Wenn ich im Hotelzimmer bin und auf dem Bett liege da so oder sitze und sowas läuft, ich liebe das. Oder ein Film. Oh, so Independence Day oder so im Hotel. Ich weiß nicht warum. Das hat einfach so einen Vibe. Ich finde das immer geil. Was soll die Stelle eigentlich? Aber natürlich, da muss ich noch eine Runde ins Pascha, ne? Klar. Köln, das gehört dazu. Köln, Dom, Pascha, ist doch klar. So, wie mache ich das? Ich gehe erstmal nochmal in die erste Wand hier. Ich liebe das Hotel für diejenigen, ich auch. Aber es muss schon ein gutes Hotel sein, mehr oder weniger. Jetzt durch
Letzten paar Jahre war ich immer mal wieder öfter in Hotels. Da merkt man dann schon, dass man picky wird. So diese N-Hau oder was auch immer, diese normalen, sag ich mal, Standard-Business-Hotels, die sind dann auch ganz schnell gar nicht mehr so geil, weil es irgendwie immer das gleiche Frühstück, immer die gleiche Einrichtung und so. Okay, warte. Ich raff's nicht, ich weiß nicht mehr, was ich machen muss, ich hab's vergessen. Ich mach einfach mit Dodges, fuck it. Ich kann doch dodgen wie ein junger Dodge-Gott, Alter. Da ist der Dude, ich geh hin. Ich geh hin und mach den weg. Nein, der... Oh. Ey, ich hab den... Du bist super ungeduldig einfach. Ja, ich bin nicht ungeduldig, ich raff's nur noch nicht, wie ich hier laufen muss. Ich hab's ja schon geduldig versucht. Ich habe den Podolski-Döner übrigens. Noch eine letzte Sache zu Köln, weil das ist mir wichtig. Ich habe den Podolski-Döner noch nie gegessen. Eins in Städt, ob der sich lohnt. Zwei in Städt, nein. Ich werde es versuchen, wenn ich da bin, tatsächlich. Ich höre bis jetzt eigentlich nur Gutes. Ja, yeah, direkt mal eine 2. Nur 2? Zeigt es bloß nicht Poldi, ey. Ich finde Poldi cool. Ich kenne ihn nicht. Obviously, aber. Ich fand den immer geil. Stecke, wir haben uns alle schon mal am Sack gekrault. Mangal-Dürüm oder Falafel. Anni. Ich denke, wir haben uns alle schon mal im Sack gekaut. Guck mal, ich mach's ja geduldig. Kreuz hier, der gemotzt hat gerade. Ich sehe tatsächlich einfach nicht die Wand, wo ich hin kann, wo ich kurz Pause habe. Die sind ja von allen Seiten. Ich sehe nur die Möglichkeit, da rechts zu laufen, dann einfach vielleicht irgendwie droppen. Jetzt schnell. Ah, guck mal, hier kann ich ja nicht... Echt hier so? Zwischen den beiden hier? Geht das so? Ah, hier geht's, guck. Aha, ja. Guck mal. Ihr seid so ungeduldig, Chat. Ich wollte es geduldig machen. Da wieder, oder? Der ist auch ein richtiges Arschloch, der Typ, der diese holt, ne? Jetzt. Let's go! Können wir mich treffen? Oh, hier kommt einer. Bumperklatt! Soll ich da runter? Ich will da irgendwie runter. Nein! Och, jetzt hör doch auf! Oh, jetzt kommt schon wieder so einer von denen. Ja, ich mach's jetzt richtig, komm. Du bist beim letzten Mal immer den direkten Weg gegangen, was ewig gedauert hat. Tipp? Schon wieder unser Mann, warum ist dein Name so kompliziert? Ägyptikus, ach so. Ja, hau raus, komm. Hau doch nicht raus. Nee, warte, nimm's zurück, ich nehm mich zurück. Ich hab's ja schon quasi jetzt gerade Fortschritt. Lass mich das mal machen. Mit der Power der Opa-Jacke, Leute. Wartet mal ab. Das Item da drüben ist nur Bait. Das weiß ich jetzt schon. Aber ich hol's mir trotzdem. Let's go! Joink, 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 joink. Das reicht genau, oder? Ja. Let's go. Ba, 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 ba. So, und jetzt gucke ich mal genau. Ich glaube, ich gehe runter. Einmal gucken kurz. Okay, da könnte ich springen. Nice! Leap of Fate, Leute. Oh, die können mich hier treffen? Nee. Ah, nein! Ah, warum könnt ihr mich da treffen, Mann? Ach, diese scheiß dummen fucking unsichtbaren Robin Hood-Schweine, ey. Ich werde jetzt ungeduldig auch und dann wird's schlecht.
Ja, Mann, gleich dahin. Nice. Speedrun! Skeleton Mann, komm hier rein! Boah! Wer ist der? Skeleton Mann! Bitte! Oh! Skeleton Mann still alive! Oh yeah. Fuck it, ja! Jetzt hier lang. Drop! Irgendwo verstecken? Hier. Ja, geil. Easy. Soul of a crestfallen knight. He was crest, but then he fell. And henceforth we called him Soul of a crestfallen knight. Diese kleinen Schweine immer. Okay. Ey, wisst ihr, worauf ich richtig Bock hab, Leute? Ich will diesen Fischburger von Burger King probieren. Den hat heute Moneyboy, oder habe ich heute gesehen bei Moneyboy, den hat er so getestet. Gibt's den schon in Deutschland? Oder der ist, glaube ich, in Amerika gerade, deswegen weiß ich nicht. Aber irgendwie finde ich das interessant. So ein Burger King hat, glaube ich, noch nie was mit Fisch gemacht, oder? Turn up. Okay, warte, hier war sonst nichts, ja? Vielleicht kann man hier droppen oder so. War das übrigens dein Tipp, Egyptian Lover Guy? Man? Lorenmann? Mal. Einfach mal Zeit nehmen, Leute. Guckt euch das mal an. Das sieht ein bisschen aus wie. Wie heißt es da, wo Natalie Portman wohnt? In Star Wars? Naboo? Nee. Coruscant? Polen. Warum finde ich das witzig jetzt? Polen. Manchmal seid ihr schon witzig. Aber meistens nicht. Aber manchmal schon. Okay, warte. Da kann ich jetzt hochrennen und den... Warte mal, hier. Ich muss den Typen jetzt erstmal an. Was hast du gegen Wuppertal? Ich hab nichts gegen Wuppertal, auf jeden Fall. War da schon oft. Problem ist an dem, ist, der kann manchmal ausflippen und der wird dann das Problem hier. Einfach hochrennen, oder? Let's go! Liebe Jenkins! Boah, der soll echt mal aufhören, bitte. Nein! Ah nein! Warum? Ich dachte, der wäre so One-Hit oder so. Es ist Zeit, sich zurückzulehnen. Wir machen gemütliche Position. Nicht so gut für die Kamera und das Ding ist jetzt im Bild. Das ist jetzt einfach so, fuck it, wir machen halt. Fünfe gerade sein lassen, es ist Wochenende, Leute. Komm, wir machen halt. Heute dürfen wir. Heute Hose aus. Fuck it. Casual Friday einfach jetzt. Wir machen unsere eigenen Regeln jetzt. Da unten ist halt Stativ im Bild. Fuck it. Wir machen unsere eigene geile Zeit hier. Und wenn das Stativ im Bild ist, ja gut, dann beschwer dich doch. Hallo Herr YouTube. Der Donny ist ein Streamer, der hat das Stativ im Bild gehabt und ich möchte mein Geld zurück, weil dafür habe ich nicht bezahlt. Nobody ever. Nein! Naja, Karma was nicht. Okay, einmal noch konzentriert. Komm, das ist jetzt wieder. Ich will nicht wieder eine Folge haben, wo wir null Progress machen, Leute. Gut, ich habe immerhin den Boss gemacht. Diese Dämonen-Prinz-Guy. Aber trotzdem, das ist eigentlich nicht schwer. Ich mach kurz ohne reden. Komm, okay? Ich rede erst wieder, wenn ich den Typen geballert habe da oben.
Ich dachte, ich springe vorher ab, damit ich nicht zu weit springe. Oh, es ist zu gemütlich mit der Opa-Jacke, Opa-Cardigan, Mann. Was soll ich machen? Da kann man, da hüpfe ich dann auch wie ein Opa. Einmal nochmal ohne reden. Ab jetzt. Fuck it, macht's gut, ihr Idioten! Yes! God Gamer! Ah, sorry. Ich weiß nicht, wo man sich hin soll. Ach, da ist eine Treppe, da hinten, habe ich gesehen. Valor Morghulis, Morghulis. Was war das nochmal bei... Es tut mir auch leid, Leute. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Das ist jetzt so. Das habt ihr bestimmt zu Hause alleine auch beim ersten Mal ohne Guide oder irgendwie nachzugucken gemacht. Kam hier Florentino Nils wenigstens auch so schlecht durch? Aber guck mal, ich mag einfach bei diesen Games die Learning Curve. Jetzt guck mal, wie schnell ich da jetzt und easy und No-Hit hinkam. Oder einen kleinen Hit vielleicht. Nee, es war nur Fall Damage, kein Hit. So, ich gehe jetzt einfach... Das Spiel ist einfach nicht sonderlich gut, sagte jemand. Weil ich vorsichtig bin mit solchen Aussagen bei mir im Chat. Da kriegst du gleich, da kommen die Leute holen schon jetzt, die schärfen schon ihre Mistgabeln und machen ihre Fackeln, heißt. Was sagt man dazu? Okay, ich bin jetzt einfach weitergegangen. Fuck it, oder? Scheiß drauf. Ah, guck mal, ich sehe den Madenmann hier. Ah. Aber da hätte ich dann noch was holen sollen. V6 Top Dog 2 Account. Wie geil ist es eigentlich, dass wir den haben, so als kleine Community Insider Gag. Yo, was geht? Raid! Raid Alarm! Raid Alarm! It's Pat! Danke dir vielmals für den doch recht ordentlichen Raid, Alter. 700 Leute. Herzlich willkommen. Ich krampf mir ein übelst ein ab an dieser Stelle. Bin hier schon eine Weile und raff nicht, wie man diesen Beschwörer killt. Also setzt euch dazu. Ich bin übrigens nicht 69 Jahre alt, ja? Das ist ein Cardigan, ja? Der sieht, ich sehe damit älter aus, als ich bin. Das will ich, dass ihr das wisst. Kommt her, setzt euch hin, macht es euch gemütlich, aber ich will, dass ihr wisst, das ist für die Gemütlichkeit. Und ja, das sieht ein bisschen aus wie A, ein Vorhang oder B, die Tischdecke eurer Oma. Aber uns ist es egal. Das ist ein Hose-Aus-Stream. Und direkt die Hälfte vergrault. Mir scheißegal, aber die waren wahrscheinlich EU20. Ich weiß nicht, wie alt It's Pat ist. Sind das eher so Leute, die... Kommt ihr von Fortnite oder kommt ihr von... einem coolen Game? Oh, der Madenmann, rede mit mir! I speak of thine kind and mine. Behold this city. We... Ey, der sieht aus wie so einer vom Grill Royal, der zu viel geguckt hat. Let the feast begin. Okay, warte, kann ich jetzt... Ich will irgendwie da oben noch gucken, da hast du bestimmt ein geiles Item. Und zur Info, Leute, ich spiele Dark Souls 3 nicht zum ersten Mal, aber das ist schon so lang her, dass ich alles quasi vergessen habe. Also das ist nur für Full Disclosure hier. Aber ich will irgendwie... Kann man die treffen eigentlich, die Dudes? Probier's mal. Oh Gott, wo taucht der auf? Jetzt ist aber, glaube ich, ein bisschen problematisch, was ich hier gerade mache. Oh! Genau deswegen. Ah! Nein! Ich wurde.
wusste doch, dass er mich mit dem Scheißhammer dann irgendwie so awkward die Kamera scheißt und dann von hinten entweder falle ich runter oder Dings. Omega Lull. Boah, ich hab keinen Bock mehr auf diese verschissene Stelle, Mann. Mit diesem dummen. Aber ich bin halt auch so, ich will halt wissen, ob es ein Item gibt. Irgendwas Geiles. So wie ich Dark Souls kenne, wahrscheinlich einfach Dung Pie. Finger Butthole. Was umsonst versucht. Hier gibt's nichts. Bin Miyazaki. Eins Maul. Hör auf! Great Chest ahead, genau. Herber. Danny ist super, danke für die Show. Gerne, gerne. Was gab jetzt mal ernsthaft? Was gab's bei It's Pat? Also übrigens echt danke für den Raid. Also habe ich ja gesagt, nee, wieso? Hab ich ja. Aber ich wollte Real Talk mal wissen, was er gemacht hat oder was es da gab. In Real Life Thailand? Wirklich? Krass. Nice. Ah nein, jetzt nicht! Nein! Scheiße. Ich muss schnell weg, bevor die Dudes da kommen. Jetzt go! Ich war noch nie in Thailand. Ich war noch nie in Asien, Leute. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist total. Eigentlich, ich will auch mal nach Asien. Ich war nur in Abu Dhabi mal. Aber nicht als Streamer oder so, sondern bevor das so ein komisches Touri-Land wurde. Als Kind. Da. Egal, ich geh's weiter. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Dude. Da unten ist, glaube ich, auch ein Bonfire. One was a wayfaring knight on an end only the Türkei ist auch Asien. Granted closure, if not reunion with his beloved, fear not the dark and let the feast. Okay, der sagt nichts Neues. Okay. Au, schau mal aus. Oh, da weiß ich noch, da weiß ich wieder. Das ist diese komische Boss, wo quasi NPCs kommen, die beschworen werden, irgendwie sowas. Oh, ich wusste doch, da kommt einer. Nein, oh, der macht ja immer nur das. Hör auf! Ey, kann das sein, dass meine Rüstung, ich habe gar nicht geguckt, ob die gute Stats hat. Ich habe die nur für Fashion angezogen. Ist okay, oder? Ja, aber die ist einfach geil. Guck dir mal den Helm an, Alter. Aber eigentlich würde man damit nichts sehen. Guck dir mal, guckt der da durch? Wie so ein Käse, wie so eine Käsereibe. Schau vor, echt, du bist mit dem irgendwie an so einem Bonfire, so irgend so ein anderer NPC. What are you doing in these lost lands? Have you kindled the flame yet, fellow warrior? Und dann wir so, ziehen so den Helm ab, so ein Stück Käse. Ja, ja, also ich war irgendwie, ich hab die ganze Zeit so diese, warst du auch bei diesen komischen Knights, die so schießen, ne, die so auf den Boden kommen? Ja, hat mich mega genervt. Und dann, bist du auch Käse? Ne? Okay. Ja, und dann, ich glaube, ich mache aber erstmal DLC und dann gehe ich zum Lord of Cinder. Genau mein Humor, Leute, fuck it. Einfach so ein Fondue machen oder so. Er macht sich einfach ein Grilled Cheese und der andere halt, natürlich ist der nicht, der ist mysteriös. Die hätten mich reinlegen, die Schweine, aber nicht mit mir. Das sind die Schubsgegner, oder? Aber es sieht cool aus hier. Okay, irgendwo geht's hier, glaube ich, rein und dann ist, ich meine noch, hier ist irgendwo ein Bonfire demnächst. Bonfire! Light up the Bonfire! Tuhana hier. Da, guck mal, da hängt doch einer, oder? Ja, guck mal. Das sind genau diese Schweine. Komm, hui, hui. Oh, da war noch einer. Oh, zwei. Oh, der hat ein Lightning Spear. Let's go! Da ist einer runtergefallen, oder? Meine ich. Bin der gelöt, komm entferner. Wenn ich gelöt sehe, muss ich es entfernen. Purging Stone. Okay, ist irgend so ein NPC oder Online-Item, oder? Kommt hier einer von der Seite oder so? Bap! Okay. Gut. Hätten wir die nervige Stelle mal hinter uns. Weiter geht's. Die Hater werden meistens mehr beachtet als der Rest. Zumindest fühlt sich das so oft an. Wo meinst du, worum geht's?
Was ist hier schon wieder los? Alles gut? Keine Ahnung. Ich mache erstmal kurz den Topf kaputt. So. Das ist erstmal wichtig. Ah ja, das ist so eine ganze Gegend jetzt hier, ne? Gibt es einen Grund für erst DLC, dann Lord? Ja, weil ich mache das DLC und dann beende ich das Game. Ist ja mein neues Jahres-Let's Play, das sich mittlerweile fast in den März zieht. Und dann, das macht doch Sinn, oder? Einfach erstmal alles abschließen, bevor man etwas beendet? Uah. Außerdem bin ich mir gar nicht sicher, ob wenn man den Lord of Cinder macht, ob man dann überhaupt das NPC noch machen kann. Ist, oder ist es dann schon, das ist doch dann NG+. Bin alter Souls-Gamer, Leute. Ein Ember, ja, jetzt gib mir mal mehr davon. Ist hier was? Bist du bis Juni fertig? Ja, saved. Da wird eh Elden Ring sowas von geballert, ey. Okay, hier rein jetzt. Oh, ich krieg hier Fluch. Oh, der stinkt. Oh, das ist, warte mal, ist das Fluch, ne? Oder ist das Gift? Ich habe nur Angst vor Fluch bei jedem Souls-Gamer. Das ist ja immer irgendwie das Schlimmste. Hm. Das ist Curse, ne? Hm. Warte mal, vielleicht ist dann Purging Stone. Ist dann, was war denn das nochmal? Ich guck's mal. Vielleicht ist das so ein Reduces Undead Curse Build-Up. Okay, dann ich mach das mir mal lieber hier auf den Dingenskirchen. Ups. Immer aufpassen mit den Wänden, ne? Lieber einen Schritt zurückgehen. Könnten mir für solche Pips gerne auf weiter, also mehrere so Tipps auf meinem Tutorial-Channel folgen. Steven, hey Donny, wollt ihr dir nur sagen, dass ich deinen Podcast feiere? Versüßt mir jeden Morgen den Weg zur Arbeit. Danke, Mann. Das freut mich sehr. Aber jeden Morgen? Hast du gerade Folgen nach? Weil der kommt doch nur jeden Mittwoch raus, überall, wo es Podcasts gibt. Also wird es euch ein Podcast in Chat. Mit Sprint! Labadibub, bye bye. Ey, wie geil war der Kill, bitte? Oder arbeitet nur Mittwoch, stimmt. Mac Jules Face, danke dir für den Resub, ein Jahr lang. Nice one. Aha, bist du dumm? Donny, meine Frau und ich hatten letztens Sex, während dein Podcast lief. Diese Message ist bloß ein Test, ob Donny das hier liest. Ich lese nicht alles, aber ich weiß nicht. Ich habe eigentlich keine, also Joke hin und her. Ich habe tatsächlich, wenn euch das interessiert, ich habe keine Agenda oder kein, ich bin, also ich lese fast alles, aber auch manchmal nicht. Und ich gucke immer mal rüber und dann, weiß nicht, das ist wie so ein bisschen so ein, wenn ich das schon eine Weile mache. Ist wie so ein Muskel, wie so Atmen, wie so ein Muskel, den ich halt trainiert habe irgendwie. I don't know, ist schwer zu erklären. Und dann reagiere ich halt. Manchmal habe ich, halte ich mich zurück. Manchmal habe ich mehr Bock zu labern. Manchmal habe ich, I don't know. Hier, warte mal, die Gegner, die sind doch parierbar, oder? Aber der will den Backstep doch. Der will den Backstep. Der dreht sich um, ne? Der dreht sich um. Das ist immer die Stelle, wo dann die Hardcore-Gamer jetzt immer in den Chat schreiben. RIP in 3, 2, 1. Und das sind meistens die, wo ich es dann schaffe. Und dann sitzen die da und denken sich so. Naja, okay. Dann trinke ich halt noch eine Fanta. Moin. Den pariere ich doch. Den pariere ich doch. Parier denn noch, ich sag's euch. Ohne heilen. Ja. Easy, nächstes Mal mache ich den nicht mit parieren. Nächstes Mal
Mache ich den nicht? Ja, das Timing muss stimmen, dann geht das. Ach, danke, Malte. Das wusste ich gar nicht. Beim Parieren muss das Timing stimmen. Also muss man an der richtigen Stelle. Okay. Danke, Malte. Ich weiß doch, Mann. Alles gut. Ist doch lustig. Wir haben doch hier, wir haben Fun hier. So, ich pariere den jetzt einfach nur. Nur für Malte jetzt, komm. Nur für Malte, let's go. Parier, Mann, komm her. Ich sehe nichts. Oh. Malte ist schuld. Komischerweise, seitdem ich den Cardigan anhabe, habe ich direkt wieder Rückenschmerzen so leicht. Vielleicht macht der mich wirklich auch, vielleicht denkt mein Körper auch so, weil ich hatte die ganze Zeit jetzt keinen Rücken. Vielleicht so ein bisschen mein Körper denkt so, ah, Chef hat wieder die, ich glaube, der hat jetzt, ja, er ist jetzt in dem Alter wieder. Oder ist jetzt, kommen wir, machen wir dem nochmal einen eingeklemmten Nerv direkt. Okay, Leute, jetzt nochmal, ich weiß nicht, ich bin heute so, hier so viel am Labern schon wieder, aber es einfach, ich habe irgendwie, es macht einfach so Spaß gerade. Ich liebe das. Ich hatte echt so viel Glück, dass ich das zu meinem Job machen kann, ohne Witz, ne? Ich wüsste echt nicht, was ich jetzt machen will. Ich hätte so keinen Bock, in der Werbeagentur zu arbeiten, 5 Tage die Woche. Mach viel lieber das hier. Ah, ich hab L1 gedrückt, ich Vollidiot. Die Twin Blades, die machen mich schlecht. Jetzt. Oder Handwerker, ja, da werde ich immer. Ey, ich hab mir. Ey, übrigens, ihr habt die krassen News ja noch gar nicht. Ich hab mir eine Bohrmaschine gekauft. Heute spontan quasi. Ich hab mir gedacht, weißt du was? Ich brauch meinen Schwager gar nicht für die Bohrarbeiten, die paar. Ich will das und muss das auch mal selber lernen. Und ich hab mir für 50 Euro eine Schlagbohrmaschine von Bosch gekauft. Mehr dazu bald. Denn mittlerweile ist mein YouTube-Hauptkanal neben den Tech20 React, quasi 80% Wohnungskontent. Und den lasse ich nicht liegen. Den lasse ich doch nicht liegen. Aber ja, ich werde da echt mal, ich habe den noch, der ist noch nicht mal ausgepackt. Die Amazon-Paket kam vorhin. Ist noch in einem Karton, aber. Und ich habe ein Stativ. Das ist in dem Karton auch drin. Das heißt, ich kann endlich wieder Don Appetito aufnehmen demnächst. Ja, ich bin einfach, ja, ich habe viele Ideen für Zeugs, ich habe Bock drauf. Kommt dann demnächst ein paar neue Neuigkeiten und so. Aber ja, ich freue mich auf die Bohrmaschine. Morgen werde ich zum ersten Mal ein Loch bohren. Mit 39. Und ja, jetzt macht eure dir zu Cheesehead-Gags, aber ist echt so. Ich werde mein erstes Loch bohren mit 39. Quasi wie die meisten meiner Zuschauer. Klischeehafter Virgin-Gag, wisst ihr, was ich meine? Ey, oh, Einzelchat. Wenn ihr mehr davon wollt, Leute, ich bin übrigens morgen auch wieder da. So, und jetzt kommt Dieter Nuhr. Ja, die Blume wieder. Ja, hier, Deutsche Bahn. Ja, und irgendwie alles, ja, ne, und hier Gender. Ja, ne, ja, ich schieb mir auch gern manchmal was in den Arsch. In Arsch in, weiß nicht. Das war's. Ciao, nächste Woche wieder bei der Anstalt. Fidi Bumshausen und Cindy aus Marzahn, aber als normale Frau und nicht als Cindy aus Marzahn. Na, da war auch ein Stefan Raab. Tschüss. So, wir gehen jetzt hier weiter. Oh, Turtle Man! Oh, der macht irgendwas Komisches. Warum macht der was Komisches? Was ist das? Au! Vor 40 Minuten selbst einen Bahnwitz gemacht. Ja, aber, Bonfire Bro, habe ich da nicht auch gesagt? Sorry für die Tonur. Kann man die backstaben oder was ist hier los? Ach Mann, was ist das für eine Scheiße? Was ist der denn für ein Schisser? Jetzt habe ich ihn irgendwie umgedreht. Okay, Chat, was meint ihr? Muss man den bannen oder ist es ein Joke oder was? Wie würdet ihr machen als Streamer? Da schreibt einer, ohne Sub. Als Kind hab
mal Zahnarzt gespielt und meinem schnarchenden Vater die Bohrmaschine in sein weit aufgerissenes Maul gesteckt. Mehr steht da nicht. Kein Smiley und nix. Etwas creepy, hä? Huh? Ich werde das mal beobachten. Hab ich wirklich, kein Scheiß. I don't know. Dann behalt's für dich. Ist ein bisschen seltsam. Oder weiß ich nicht. Ich habe eher das Gefühl, ich muss jetzt die Polizei benachrichtigen. Oder sowas. Ach, I don't know, Mann. Ich bin ja, ich hab da jetzt keinen Kopf für. Ich kann es nicht immer sofort einschätzen. I don't know, das ist ein bisschen weird. So, weiter geht's. Ich bin hier gerade drin. Hier kommt nochmal so ein Ring Knight Dude, ne? Aber erst muss man die. Oh, die machen, die fangen ein. Ah! Warte mal, ich bin jetzt hier. Aber sind die alle so mit auf dem Rücken legen? Scheiß. Ich hab die komplett vergessen, diese Gegner, Mann, ohne Witz. Okay, nice. Hier ist noch einer irgendwo, ha? Huh? Wo bin ich stehen geblieben eigentlich? Warum habe ich über Dieter nur... Weil ich einen schlechten Gag gemacht habe oder so, ne? Was war der Gag nochmal? Ich weiß nicht mehr. Ich mache aber bald Feierabend. Der hat einen langen Tag heute. Aber einen guten Tag. Mann, die nerven mit ihrem Scheiß! Seitdem schnarcht Papp... Achso, nee, was habe ich gesagt? Ich vermisse den guten alten Spülkasten-Content. Aber sag mal kurz, was habe ich, wo habe ich den Faden verloren? Ich brauche das kurz, sonst drehe ich durch. Warum habe ich über Cindy aus Marzahn und irgendwelche... Ich habe irgendeinen Gag gemacht. Oh, welcome to my... Ach ja, wegen Virgin Joke, danke. Wolfbone, MVP für mich gerade in diesem Moment. Dankeschön. Okay, jetzt kann ich loslassen. Okay, weiter geht's jetzt hier. Noch konzentriert. Leute, wir machen konzentriert bis zum nächsten Bonfire. Was spielt Donnie eigentlich für ein Bild? Das ist ein spezieller Bild. Ich bin da, also es ist quasi, den habe ich selber entwickelt. Der heißt Donnie Bild. Und da ist ganz wichtig, dass man levelt. Aber nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Ab und zu Seelen verlieren hilft bei dem Bild. Ach, ich weiß nicht, wo ich hin will mit dem Joke, oder? Dann lassen wir einfach, keine Ahnung. Ich habe kein Bild, ich mache einfach immer das Gleiche. Ich level immer Stärke und, nee, Dex und Stamina und die anderen Sachen. Oh, ich wollte den Step nicht bekommen. Warte mal, der ist ja ganz schön gut, der Gegner hier. Aber ich bin auch gut. Ich bin besser. Wo ist denn der Dude, der diesen Zauber macht? Der ist hier irgendwo. Warte mal. Den muss ich erst holen, bevor ich... Ist der vielleicht hier hinten oder so? Nee, oder? Das wäre zu weit. Nee, da kommt das schon wieder ein neues Gebiet. Hey, wo ist denn der Wichser? Sorry. Excuse my French, sagt man in Amerika für sowas. Aber fuck it. Backstab den jetzt, komm. Dann haben wir unsere Ruhe. Nein! Warum? Ah, ich hab kein... Oh. Ja, jetzt lese ich's. Heilen. Ja, hätte ich jetzt auch gemacht. Ja, ihr merkt schon, Leute, ich werde langsam müde. Die Gags werden weird. Ich... Irgendwie. Aber ich hab noch, ich bin gut drauf, aber wir machen jetzt wirklich nur noch zum nächsten Bonfire. Ich bin wirklich ein bisschen kaputt vom Tag heute. Ja, war viel los heute. Freue mich echt auf den Feierabend jetzt, ey. So Bock auf diese Pizza gleich. Wie gesagt, Wagner Restaurante traditionale Salami. Und wisst ihr was, Leute? Heute gönne ich mir einfach. Ich hab mir überlegt, ich mach mir Dino Nuggets mit Ofen. Eins in Chat, oder? Fucking Dino Nuggets? Ich lieb die.
Mann, der ist, der macht... Ach. Aber würdet ihr die gleichzeitig im Ofen machen mit der Pizza? Das ist immer so eine Frage, da weiß ich immer nicht. Weil ich habe dann immer das Gefühl, die Pizza schmeckt dann nach Dino-Nuggets. Da ist sich der Chat nicht einig, merke ich gerade. Klar, ist doch Platz. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wisst ihr was? Ich mache die Dino-Nuggets zuerst. Weil die können ruhig ein bisschen ab... Die können ja kühl sein. Ich finde die eigentlich auch ganz geil zum Snacken so. Also kalt sind die ja da nicht. Ich lege die noch zum Aufwärmen. Weiß ich nicht. Dann nochmal in den Ofen, der eh abkühlt. Ist genial. Und dann, wenn die Pizza fertig sind, sind die noch warm. Und dann stopfe ich mir die rein. Muss man den eigentlich machen? Ja, den muss man machen, ne? Weißt du was? Ich mache auch mal so. Fuck it. Und deswegen spielt man nicht mit Schwertern, Mann. Ich hasse Schwerter. Das ist so scheiße. Da verliert man... Ach. Bis zum nächsten Bonfire. Jetzt mit Konzentration. Denn das Bonfire heißt für mich tatsächlich einfach Feierabend. Schöne Session. Aber ich will das jetzt auch erreichen. Und das heißt, es ist wie jetzt ein Bosskampf mäßig. Ich will es jetzt einfach machen. Also wir machen keine Chat-Interaction mehr. Keine Qualitätsjokes. Geh jetzt einfach hier runter. Und ich will zum nächsten Bonfire. Und ich kill sogar diesen Dude, weil ich glaube, der wird nervig, wenn man den nicht killt. Ich habe das Schwert nicht ausgewählt. So, dann mache ich das ganz in Ruhe. Bonfireabend, genau. Gott, damit, Mann! Warum ist der so heftig? Du kannst ja auch nicht rollen, weil der macht ja immer, der macht ja ein Sechser-Kombo oder so. Wo soll ich denn da die Iframes suchen? Guten Abend, Donny, bitte nutzt den neuen Ofen und teste nochmal die Gusto, aber genau nach Anleitung. Habe ich schon erzählt neulich. Aber ich mache es kurz und schmerzlos. Ich habe es neulich ein bisschen ausführlicher und mit mehr Storytelling-Fähigkeiten erzählt, aber ist jetzt egal. Ich fand sie besser, aber trotzdem immer noch deutlich über overhyped. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, was ihr alle an dieser Pizza so toll findet. Aber es war wirklich deutlich besser als in meinem anderen Ofen, ja. Aber trotzdem würde ich die nicht, ich mag die nicht so gern. So könnte es gehen. Erst roll out und dann roll in. Okay, got it. Boah, der Schwein, ey. Jetzt habe ich ihn. Das ist für ein Schild. Ja, Nina, bin ich bei dir. Fand ich auch irgendwie komisch. Boah. Warum ist denn der eine Typ jetzt hier? Dieser Weirdo. Wo kommt der denn her? Okay, gut. Gut, 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 gut. Easy, easy, easy. Wieso können wir das jetzt nicht nehmen? Ach so, weil du an den Typen... Phil. Was hat er noch gesagt? Ach egal, scheiß doch einfach, da ignorieren wir. War irgendwie ein bisschen komischer Typ. Egal. Oder vielleicht auch nicht, man weiß ja immer nicht. Aber ich würde eher empfehlen, in irgendwelchen Streams nicht irgendwie davon zu erzählen, wie du deinem Vater als Kind eine Bohrmaschine im Mund gesteckt hast. Das ist mein Fazit zu der Geschichte. Okay, ich renne jetzt hier vorbei an den Typen. Kein Bock auf diese Turtles. Oder es sei denn, ich kann den schnell killen. Warum sind die so? Vielleicht mal von der Seite? Ja, die Seite ist es, oder? Oder von hinten? That's what she said. Mann,
die machen mich wahnsinnig, die scheiß... Ich hau ab. Wirklich, ich will jetzt ins Bonfire. Ich will Feierabend machen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Gegend. Warum ist sie so nervig? Wenn man schnell ist, kann man die schnell machen. Nein! Die heilen sich immer ganz auf. Konzentration hat lange angehalten. Nur für den Typen. Wenn ihr wisst, ihr kennt mich. Ich mache jetzt nur für diesen Konzentration hat lange angehalten Kommentar, mache ich den jetzt so göttlich und gottgamig, dass ihr euch alle eine Scheibe abschneiden könnt von meiner Gottgamigkeit. Jetzt den Gottgamer-Ding noch gemacht, Alter. Weißt du was? Scheiß doch einfach drauf. Wir machen nur unsere eigenen Regeln. Gottgamer! Gottgamer! Und jetzt renne ich durch. Jetzt renne ich durch und gehe zum Bonfire. Jetzt habe ich wirklich auch keinen Bock mehr. Oder wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann machen wir es nächstes Mal konzentriert. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt habe ich Hunger. Ich denke nur noch die ganze Zeit an diese Pizza und die Dino-Nuggets. Da hätten wir nicht drüber reden dürfen. Und ich mache einfach beides gleichzeitig und ich stopfe es mir rein. Und es wird so geil. Komm mal, läuft doch. Einfach nur rennen. Einfach Forrest Gump und dann ist gut. Kann man hier eigentlich irgendwie abkürzen oder so? Warte, ja, auf das Ding drauf, oder? Wo ist denn... Ja, lass mich hier. Nein, das ist so scheiße, das Game. Ah, ich lebe noch. Nein, oh. Ey, nee, wir machen nichts mehr weiter. Komm, ich hab keinen Bock mehr. Nee, das war's, Leute. Ihr seid geil. Ihr seid die geilsten vielleicht sogar. Aber ich hab jetzt keinen Bock mehr. Das war's für heute. Kann ich noch wohin raiden? Raiden, Iron Raiden. Das wäre eigentlich ein guter Twitch-Name, oder? Iron Raiden? Ja, wollt ihr zu Hanno? Der spielt wieder mit Papa Platte Elden Ring. Das ist immer ganz witzig, finde ich. Kennst du nur von den Highlights bis jetzt? Ja, mache ich jetzt einfach mal. So teuer immer. MC, was für Saft sagt nein. Gut, du musst ja nicht mit, du findest ja bestimmt auch einen Kanal einfach so. Ich rate gern den Hanno. Und ich wünsche euch damit einen schönen Abend. Und morgen Samstag weiß ich nicht genau, wann und ob ich streame. Ich habe noch einiges zu tun. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Family-Zeugs morgen. Wohnungszeugs, TVRS aufnehmen, mal gucken. Und jetzt lasse ich mir schön meine Pizza schmecken. War echt wieder ein schöner Stream mit euch. Macht zurzeit einfach Spaß. Bis dann. Ja? Ja, ich kann nicht mehr reden. Und macht keine Bohrmaschinen in die Münder von Leuten, ne? Okay. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Stream. Bye, bye.